So Leute, wunderschönen guten Morgen vom See. Ich mache die erste Session. Bin gerade eine halbe Stunde hier oder so, habe noch keinen Biss gehabt. Guck einfach mal, läuft's. Finde ich irgendwie einen Fisch am Ufer oder nicht? Im Moment absolut noch gar nichts. Ich probiere es noch ein bisschen, nehme noch mal eine neue Fliege. Falls sie vielleicht auch an der Farbe liegen sollte heute. Aber was ich sagen kann, dass die Fliege, die ich gebunden hatte für euch, die Upside-Down-Fliege, dass die hervorragend läuft, schön spielt und sich bisher auch noch nicht einmal verhangen hat. Und das ist ja genau das, was ich wollte. Jetzt muss ich nur noch finden, in welcher Tiefe die Fische schwimmen. Es kann sein, dass sie auch tiefer stehen schon, weil das Wasser jetzt sich ein bisschen abgekühlt hat. Dann werde ich es beim nächsten Mal halt mit der Warthose probieren, Intermediate-Schnur und versuchen, an die Kanten ranzukommen. Aber heute bin ich einfach mal nur in Jeanshose, Turnschuhe unterwegs und versuche einfach mal eben schnell, wie es immer so ist, ein Hecht zu fangen. Naja, dann. Ich melde mich, wenn was gegangen ist. Das war dann die Fliege, die den kleinen Fisch gebracht hat. Naja, für heute ist Feierabend, ich muss jetzt Pakete packen. Ja, einen kleinen Hecht hat es gegeben. Ich hoffe, ich habe ihn irgendwie vernünftig aufs Bild gebracht. Für mehr habe ich jetzt einfach keine Zeit. Das war jetzt mal eben ja vormittags. Jetzt muss ich den Laden Pakete packen. Und werde dann die nächsten Tage auf jeden Fall wieder angreifen. Ich muss mal schauen, ob ich es dann auch so mache wie heute oder ob ich mir die Warthose anziehe und versuche mal andere Bereiche anzufischen, wo man ein bisschen besser werfen kann, und obwohl das Werfen ging eigentlich. Wo ich vielleicht an Kanten rankomme oder tieferes Wasser. Also hier ist die Uferpromenade. Sehr viel Action, unwahrscheinlich viele Leute unterwegs. Es ist wirklich nur ein kleiner See, vielleicht 2,5-3 Hektar. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz netter Hechtbestand da. Und es ist insgesamt vielleicht maximal 3 Meter tief und am Ufer überall flach. Und dann geht es so ein bisschen runter, so eine Kante. Naja, so. Und jetzt schaue ich mal, dass ich einpacke, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.